Sehr geehrte Damen und Herren, Assalamu alaikum und willkommen zum heutigen Wort zum Freitag. Jede und jeder von uns kennt das. Nach einem anstrengenden Arbeitstag möchte man am Feierabend oder am Wochenende eigentlich nur noch die Füße hochlegen und sich die wohlverdiente Pause gönnen, die man so dringend braucht. Sei es im Kreise der Familie, der Freunde oder auch um Zeit für sich zu haben. Doch es gibt eine Vielzahl von Menschen, die sich auch nach dem anstrengenden Alltag noch dazu durchdringt, ihre Freizeit dafür zu opfern, anderen Menschen in verschiedenen Lebenslagen zu helfen. Diesen Menschen gilt jeden Tag unser Dank. Und heute, einen Tag vor dem Internationalen Tag des Ehrenamts, wollen wir von der Islamischen Glaubensgemeinschaft all diesen Heldinnen und Helden unseren Dank aussprechen. Dabei ist es egal, um welchen Bereich es geht. Seien es die vielen ehrenamtlichen Seelsorgerinnen in den Krankenhäusern, in den Gefängnissen oder hinter den Telefonen. Oder die unermüdlichen Mitarbeiterinnen in den Religionsgemeinden. Oder auch all die anderen Akteurinnen in den Bereichen Umwelt, Katastrophenhilfe, Gemeinwesen, Bildung und alle anderen. Nicht nur gesellschaftlich, sondern auch politisch leisten ehrenamtlich aktive Personen einen wichtigen Beitrag. Durch ihr Engagement legen sie offen, wo unser im Grunde sehr gutes System noch Lücken aufweist und welche Menschen durch das soziale Raster fallen. Als jemand, der selbst viele Jahre im ehrenamtlichen Bereich tätig ist, habe ich einiges darüber gelernt. Zum einen, dass das Ehrenamt auch das Hauptamt braucht. Die Hilfsbereitschaft der ehrenamtlichen Akteurinnen braucht einen ordentlichen Rahmen, in denen ihre kostbare Zeit so eingesetzt wird, dass sie möglichst passgenau helfen können. Und zum Zweiten, jeder und jede kann einen Beitrag leisten. Auch wenn ich mir schwer tue, mit Gefängnisinsassen oder kranken Menschen zu sprechen oder auch nicht genug Kraft habe, um in ein Katastrophengebiet zu fahren, so kann doch jeder und jede im Rahmen seiner eigenen oder ihrer eigenen Möglichkeiten mit den eigenen Skills einen Beitrag dazu leisten, dass die Rahmenbedingungen geändert werden und dass die Hilfe besser zum Menschen kommt. Im Koran heißt es, wer auch nur eines Stäubchens Gewicht Gutes tut, der wird es dann sehen. Vieles von dem Guten, das Ehrenamtliche leisten, wird von der Gesamtgesellschaft, der Politik oder auch von ihnen selbst manches Mal nicht wahrgenommen oder gering geschätzt. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich jedem Einzelnen und jeder Einzelnen ein ganz großes Dankeschön aussprechen. Barakallahu fikum, Gottes Segen mit Ihnen und vielen herzlichen Dank.